Prognosen, wie sich die Aktienmärkte entwickeln, sind per se riskant, weil man nie weiß, was in der Zukunft passiert. Aber ich behaupte dennoch, dass wir jetzt das Ende der Party an der Wall Street zumindest gesehen haben. Denn solange die Fed nicht umsteuert, solange das neue Mantra Inflationsbekämpfung ist das oberste Prinzip nicht aufgegeben wird durch die Fed, wird es extrem schwierig für die Wall Street. Möglicherweise wird der DAX, werden andere Indizes, etwa China, deutlich besser laufen, aber die Wall Street wird ein Problem bekommen. Warum, will ich Ihnen zeigen und klar machen, worum es hier geht. Wir haben jetzt das größte Intraday Reversal gesehen seit vielen Jahren, nämlich seit 2018. Und das zweitgrößte ever bei einer Pressekonferenz eines Fed-Chefs, nämlich jetzt an diesem Mittwoch. Da war ja nach dem FOMC-Statement, ging es erst nach oben, dann nach unten. Und der große Unterschied ist jetzt der, im Gegensatz zu anderen Tightening-Cycles, also wo die Fed die Geldpolitik gestraft hat in den letzten Jahren, 94, 99, 2004, 2015, ist jetzt Inflation das Problem. Das heißt, die Fed kann nicht sagen, okay, Märkte, ihr habt jetzt ein bisschen rumgeheult, ein bisschen gequengelt, jetzt mache ich alles wieder anders, so wie Paul das im Jahr 2018, Anfang 2019 gemacht hat. Das Ding ist vorbei. Warum ist es vorbei? Das ist ein Zitat von Joe Biden in seiner Ansprache. Das ist das, was wir tun müssen. Ein critical job in making sure that the elevated prices don't become entrenched. Rest with the Fed. Das ist direkt die Ansage. Fed, bekämpfe mir die Inflation. Und genau das ist das, was den Aktienmärkten jetzt Schwierigkeiten bereitet. Sie müssen sich auch vorstellen, das hat Stephen von Meter hier herausgearbeitet, Paul ist noch nicht vom Kongress letztendlich bestätigt worden. Nur Biden hat ihn bisher nominiert. Und im Kongress tendiert man sehr eindeutig dazu zu sagen, vor allem bei den Demokraten, die Fed hat viel zu lange auf dem Gaspedal gestanden. Das ist eigentlich die Schuld der Fed, dass die Dinge jetzt so eskaliert sind in Sachen Inflation. Also bring uns das in Ordnung, lieber Paul. Und Paul möchte ja offenkundig bestätigt werden, auch vom US-Kongress. Also muss er jetzt eben diese Inflationsbekämpfung ganz oben aufhängen. Und genau das tut er. Und koste es die Aktienmärkte Prozente. Das hat diese Pressekonferenz von Paul auch kürzlich klar gemacht. Der Versuch von Reportern, ihm da ein bisschen was Besänftigendes zu entlocken, das ist gescheitert. Irgendwann, wie hier dieser Tweet unten zeigt, steht die Fed vor der Frage, ja, werde ich eine Rezession auslösen oder werde ich mit dieser strukturellen Inflation leben müssen? Wahrscheinlich wird sich die Fed dann irgendwann für die strukturelle Inflation entscheiden, aber noch sind wir lange nicht so weit. Dementsprechend ist die Inflationsbekämpfung erstmal das oberste Prinzip. Ja, die Wall Street hat gewonnen, 6,3-fache Vervielfachung der Financial Assets in Relation zum BIP, aber wir haben einen anderen Paul 2021, der hat immer schön die Märkte beruhigt. 2022 sagt er, euer Problem ist, ihr müsst jetzt gucken, wie ihr klarkommt. Da schauen wir alleine mal am US-Hausmarkt. Da sind die Bewertungen oder der Wert der US-Immobilien ist allein im letzten Jahr, in einem Jahr, um 10 Billionen gestiegen. Auf jetzt 43,4 Billionen, also das ist ein immenser Sprung, da stimmt was nicht, das kann nicht lange gut gehen, das sind natürlich Vermögenspreisblasen, die da der Fall sind, das gilt auch für die Aktienmärkte. Hier sehen wir etwa an der Wall Street die Marktkapitalisierung der US-Aktien, die war ja über 200%, ist jetzt auf 187% nach unten gekommen, also da ist natürlich viel aufgeblasen worden. Hier sehen wir mal die Reaktion beim Russell etwa 2000, der schwächste Index ist in den USA. Wir hatten gestern ja wieder mal eine solche Rallye, einen solchen Move nach oben, aber der wurde dann doch wieder abverkauft. Also aus diesem Buy the Dip wird offenkundig Sell the Rallies. Können wir heftige, massive Rallies sehen? Klar können wir. Ist sogar wahrscheinlich, aber es sind dann eben eher Bärenmarkt-Rallies als eben Rallies, die sozusagen eine Trendumkehr anzeigen. Fundstrat sagt hier also 4180 bis 4200, das könnte im S&P 500 ein interessantes Ziel sein, wo man dann auch kaufen kann. Aber diese Abwärtstrendlinie, die verläuft bei 4450 Punkten, da müsste der S&P 500 drüber. Ja, die Stimmung ist massiv bärisch, hier sehen wir oben mal
Die US-Privatinvestoren nur 23% bullisch, aber 53% bärisch. Das sind Extremwerte. Investor Sentiment, also die Sentiment-Geschichte, die spricht für die Bullen. Die spricht immer wieder für heftige Rallyes zwischendurch. Aber ist das dieser strukturelle Gamechanger, dass dann alles wieder gut ist? Ich würde behaupten, nein, dem ist nicht so. Wir sehen, dass das Put-Volumen jetzt wieder nach oben geht. Gestern wurden zwischenzeitlich Puts abgebaut, also Absicherungsgeschäfte, wenn man so will. Jetzt wurden Puts wieder aufgebaut. Wir sehen, dass ja allein im letzten Jahr Geld an die US-Aktienmärkte geflossen ist oder mehr Geld an die Aktienmärkte geflossen ist als in den letzten 20 Jahren insgesamt. Das sind ja Wahnsinnskategorien. Dementsprechend ist die Equity Exposure, ist also das, wo die Aktienquote bei Haushalten extrem hoch nach wie vor. Man ist also verstärkt in Aktien gegangen, vor allem eben die US-Privatinvestoren. Hier sehen wir mal ein Chart des SPY, also des maßgeblichen ETFs auf den S&P 500, das ist alles nicht so richtig überzeugend. Der Russell 2000 schon im Bärenmarkt, dieser Nebenwerteindex 21% im Minus. Ja, und jetzt hat es auch die Generäle erwischt, also die Dickfische. Wir sehen deutliche Korrekturen, Tesla seit Jahresbeginn 21%. Also wir sehen, da sind 8 von 10 dieser großen Tech-Werte sind zweistellig im Minus, sind alle auch überverkauft, gar keine Frage, aber die waren jahrelang auch überkauft, das ist das Problem. Dementsprechend sehen wir jetzt eben solche Reaktionen. Apple gestern mit Zahlen, die waren natürlich wieder besser, gar keine Frage, aber nach wie vor, und wir sehen dann auch, dass Apple nachbörslicher zulegen können, um und bei 5%. Jetzt hat Apple ein Kursgewinnverhältnis von 27, das ist etwas weniger als noch vor einem Jahr von 35, aber 27 ist jetzt nicht so richtig günstig. Klar, Top-Unternehmen macht wirklich richtige Kohle, vor allem in China hat man zulegen können. Warum? Weil andere Mobilfunkhersteller, Smartphone-Hersteller Probleme hatten aufgrund Chipmangel etc. Dadurch hatte sozusagen Apple diesen Erfolg, aber die anderen werden auch wiederkommen wahrscheinlich. Tesla ist jetzt vor allem ziemlich unter Druck, gestern ja massiv gefallen. Die sind jetzt 33% von ihrem Allzeithoch entfernt. Gestern alleine ein Verlust von Marktkapitalisierung von 80 Milliarden Dollar. Gestern hat also Tesla mehr verloren, als Ford insgesamt wert ist. Und das ist genau das Ding. Tesla bringt eigentlich gute Zahlen. Ja, noch vor einem Jahr wäre die Tesla-Aktie auf diese Zahlen hin wahrscheinlich 20% gestiegen. Aber da war ein anderes Regime. Jetzt zählen Bewertungen. Und man stellt fest, dass Tesla eben, auch wenn die Zahlen jetzt besser werden, immer noch himmelhoch zu überbewertet ist. Und jetzt ist eben interessant, wie Julian Bridgen hier zeigt, dass die Aktie an einem Aufwärtstrend sich jetzt befindet. Wird der gehalten? Geht die Party weiter oder erfolgt ein Bruch? Wenn ein Bruch erfolgt, dann kann es ziemlich heftig werden aufgrund der Bewertungssituation. Hier Elon Musk übrigens hat sich jetzt mit diesen kanadischen Truckern solidarisiert, die gegen Impfzwang oder gegen bestimmte Maßnahmen der kanadischen Regierung in Sachen Corona hier protestieren und ja eine extrem lange, wahrscheinlich die weltlängste Schlange hier gebildet haben. Und wir sehen vor allem, dass die Luft rausgeht aus diesen IPOs, wie etwa Robinhood, dieser Broker hier gestern mit Zahlen deutlich schwächer wieder als erwartet. Die Aktie 12% verloren, jetzt nur noch bei 10 Dollar. Wir waren noch nicht so lange her über 70 Dollar. Also jetzt auch Robinhood, dieser Broker, unter dem Ausgabepreis des IPO. Wie könnte es weitergehen jetzt? Wenn wir uns hier mal diese Saisonalität anschauen, dann spricht vieles dafür, dass es mit Rallyes zwischendurch ein schwieriges Jahr wird, bevor dann wahrscheinlich kurz vor den Zwischenwahlen in den USA eine Rakete zündet nach oben, wahrscheinlich in Erwartung der Wall Street, dass dann die Republikaner einen haushohen Sieg einfahren, dass dann möglicherweise mit Trump zwei Jahre später wieder der börsenfreundliche, der Wall Street-freundliche Präsident an die Macht kommt, der dann immer sagt, ja, der versucht die Aktienmärkte hoch zu jazzen, weil er sagt, das ist doch gut, wenn die Amerikaner reich werden, aber nicht alle Amerikaner haben Aktien, das ist das Thema. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkehren in Sachen Inflation, dann sehen wir vor allem hier Lebensmittelpreise werden ein richtiges Problem weltweit gesehen. Dünger- und Düngerkrise ist schlichtweg so, dass durch diese massive Explosion von Gaspreisen sich die Düngemittelproduktion gar nicht mehr gelohnt hat. Deswegen steigen die Düngermittelpreise massiv. Hier ein Bericht der Agrar heute, extrem empfehlenswert, dieses Organ jedenfalls. Er hat das zur Folge, dass die Lebensmittelpreise deutlich steigen. Gestern zum Beispiel ist Erdgas in den USA um 46,5% gestiegen wegen einer
Kaltfront, Dieter kommt Biden heute mit einer Rede über Supply Chains, also über Lieferketten. Und dann auch die Meldung, dass Kraft Heinz, dieser Konzern aus den USA, Lebensmittelkonzern, jetzt erneut die Preise anhebt. Hier sagte Kraft Heinz, wir kommen ins Jahr 2022. Inflation continues to dramatically impact the economy. Also diese gestiegenen Kosten an allen Fronten, die weltweiten Lebensmittelpreise jetzt praktisch auf neuem Allzeithoch oder dieses Allzeithoch wird gerade eingestellt. Jetzt werden auch die CEOs der Firmen ein bisschen vorsichtiger in Sachen Inflation, immer mehr sagen, jetzt die wird dauerhaft sein, die wird länger dauern. Und das ist genau der Punkt. Jetzt muss die Fed eben etwas tun, um die Erwartungen dieser Inflation nach unten zu bringen. Und wir sehen, die Financial Conditions haben sich schon ziemlich deutlich gestrafft jetzt in den letzten Tagen. Das ist genau das, was die Fed will. Das ist genau das, was die Fed eigentlich erreichen will. Nämlich die Finanzkonditionen ein bisschen zu straffen. Abschließend hier noch, Peking hat jetzt weitere Stadtbezirke in Quarantäne gesetzt, wegen Corona. Vielleicht nicht die beste Idee, wie hier ein Kommentar schreibt, mitten in einer Pandemie Olympische Spiele zu veranstalten. Und ganz klar nochmal eine Solidaritätsadresse der Chinesen an Russland. Die sagen, wir stehen hinter euch, mehr oder weniger klar. Die ganze Geschichte ist ja jetzt in einem Stadium, wo man sagt, naja, wird da was passieren oder wird nichts passieren? Ich finde, manches deutet darauf hin, dass nichts passiert, aber sei es drum. Abschließend, meine Damen und Herren, noch eine Empfehlung. Inflation, jetzt sitzt die Fed in der Zwickmühle, wo mein Kollege Wolfgang Müller dieses Big Picture, diese Zwangssituation der Fed, auf der einen Seite ein riesen Apparat an Bewertungen, an Aktienmärkten, an denen ja viele Amerikaner auch hängen mit ihren Renten etc. Auf der anderen Seite die Inflation. Und die Politik, wie es da agieren, dieser Artikel bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt, werde ich ihn unter dem Video verlinken und sage jetzt erstmal Servus und Ciao.